Moin Moin Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge GTA Online. Mit dabei ist wieder der Moritz. Hallo. Wir machen heute nochmal eine klitzekleine Challenge. Hi Moritz. Bist du stresst oder was, Alter? Ja, sieh, komm ran. Hunger. Bam, auf die Fresse. Auf die Fresse, ouch. Ja, vielleicht nicht töten. Vielleicht noch nicht. Aber jetzt habe ich schon Leben verloren, das ist das Problem. Auf jeden Fall diese Challenge. Ich drehe mich in der Zeit mal ein bisschen im Kreis. Boah, Junge, jetzt habe ich auch Leben. Junge! Ja, ich habe auch Leben verloren. Du musst auch gleich sein dafür. Auf jeden Fall, diese Challenge ist halt so, wir nehmen uns jetzt hier erstmal einen Helikopter, da hinten steht der von Justin, hier steht meiner. Justin kann ja schon mal zu seinem Heli gehen, aber noch nicht einsteigen. Ja, ja. Ja, ja, du steigst eh gleich ein. Und auf dann fliegen wir, kannst du mal eben die Map öffnen. Ganz hoch ist eine Garage, die heißt, also das ist die oberste Garage, dieses Spray-Symbol, Nikas Garage. Nikas? Nach ganz, ganz oben. Ganz oben? Ja, bin ich ganz, ganz oben. Da ist keine Garage. Wo ist denn eine Garage? Siehst du da keine Garage? Du siehst doch da diese kleine Stadt, oder? Oder du siehst die kleine da Stadt, diesen, ja. Siehst du da diesen Kreisverkehr? Sagen wir, es ist ein Kreisverkehr. Kreisverkehr? Bin ich blöd? Da siehst du keine Symbole? Doch. Du bist ganz oben. Ganz oben in dieser Stadt. Sagen wir den Ammunition Shop. Den sehe ich zumindest. Den Ammunition... Ja, okay, den Ammunition Shop. Wir fliegen zu dem Ammunition Shop, nehmen uns von da ein Auto und fahren dann hoch zu dieser Bergstation von der Gondel, die man ja auch auf der Map sieht, ne? Ja. So, wer da angekommen ist, darf den anderen abschießen. Erst ab da. Vorher dürfen wir uns auch töten, aber wieder nicht durch Waffengewalt. Und, sobald einer gestorben ist, halt durch Waffengewalt, ist, hat der verloren. Okay, und los geht's. Ja, du warst schon die ganze Zeit bei deinem Heli, du Pussy. Ja, nimm den Großen! Ja, warum denn nicht? Meiner ist schneller, ne? Was machst du denn? Weißt du was? Ich bin mal so fair und nehm sogar meine Karre mit. Ach so. Ich hab mir das gar nicht auf der Map markiert. Komm! Funktioniert das nicht? Okay, ich geb's auf. Geht der Haken jetzt nicht mehr rein? Keine Ahnung. Scheiße, jetzt habe ich richtig viel Zeit verloren. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Muss auch eben was machen, ich hab nämlich mir um das nicht markiert. Scheiße. Kannst du dir auch so merken, oder nicht? Ja, aber ich wollte es markieren. So, machen wir mal ein bisschen Musik an. Wo bist du denn? Ich sehe dich schon gar nicht mehr. Ja, ich bin so weit vorne. Das kann nicht wahr sein. Ach, da hinten bist du schon. Ach du Scheiße, du fliegst gerade schon über die Berge, ne? Ja, ja. Ich hab doch hier ein Military-Ding, da muss doch ein bisschen schneller sein, oder nicht? Ich hab doch gesagt, ich bin schneller, ich hab ein kleineres Teil. Fuck. Das wird jetzt ein kleines Problem. Oh fuck! Das hört sich immer gut an. Auf jeden Fall ist Los Santos richtig chillig, ey. Ja. Vor allen Dingen, wirklich, wenn man es mit der Grafik von der Xbox vergleicht, das ist so ein krasser Unterschied, ey. Besser hier? Ja, viel besser. Ja gut, ist halt auch beim PC kannst du wahrscheinlich mehr einstellen. Ja, ich glaube, bei den New-Gen-Konsolen ist das auch alles besser. War das? Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein krasser Unterschied ist. Hier, eigentlich wollte ich mal in den Tower hier rein. Aber das kostet noch viel mehr Geld. Ich wohne jetzt da hinten irgendwo. In so einem Millionen kostet Tower. Der oder so, ne? Ja. Ich wohne auch in einem, der ist recht teuer, glaube ich. Ich glaube auch 500.000 oder so. 750.000. Ich wohne nirgendwo. Obdachlos. Ey, doch, irgendwo musst du auch wohnen, oder? Oder spawnst du immer auf der Straße? Ich wohne immer auf der Straße. Junge, ich gebe nicht 2000 aus für irgendeine so eine Gammelwohnung. Alter Moritz, wo bist du? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich bin gleich schon da. Aber ab dann, halt egal, also wenn wir da oben sind, können wir halt auch wieder irgendwo hinfahren. Wir sollten halt nur nicht die ganze Zeit abhauen, weil das wäre ja dumm. Ich glaube, der kann sogar im Wasser landen, meine ich. Ja, probier's aus. Weil da steht auch Marines drauf. Oder Marines, eher gesagt. Aber der ist auch arschlaut, ich hoffe, man hört mich überhaupt.
Alter, das dauert viel zu lange, Moritz. Die Challenge ist viel zu langweilig. Ich bin schon da. Also wie, wenn du da hinten versuchst, deinen scheiß Teil zu nehmen, Alter. Alter, als ob du schon da bist, Mann. Ich bin gerade mal bei der Military Base. Fuck, ich hab einen Fehler gemacht. Find ich gut. Ich hatte keinen, ja. Hatte keinen Fallschirm. Ich wollte das nämlich auch machen. Egal, ich bin dafür trotzdem da. Bitch. Ja gut. Jetzt wird ja erstmal auf der Karte markiert, wo ich hin muss. Du hast gesagt, keine Waffengewalt, ne? Bis man da oben ist, richtig. Komm mal her, BMW. Komm mal her, du BMW. What the fuck is going on? Ja, wo bist du? Ich sehe dich noch nicht mal auf der Karte. Ach, da hinten. Danke, Justin. Warum? Dass du mir so viel Vorsprung gelassen hast. Junge! Was machst du? Scheiße. Landen! Jetzt geht's ab durch den Wald. Upsala. Mechaniker, wo bist du? Ich brauche meine Karre. Fuck, ich glaube, ich habe einen richtig großen Fehler gerade gemacht. Wo, wie heißt der nochmal? Scheiße, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Wie heißt der? Ist es das da? Ist es der? Ich hoffe, es ist der. Ich hoffe es. Nein, nein, das war das Motorrad, oder? Bitte nicht. Bitte nicht das Motorrad. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich hoffe, das ist der Buggy. Das war das Motorrad. Scheiße. Egal, dann nehme ich das Motorrad. Sollte auch genügen. Vielleicht besser sogar. Umso leichter ist es, dich abzuschießen. Jetzt auf dem Mount Sheila drauf. Ja. Fuck, 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 fuck. Scheiße, das wird jetzt echt eng. Da kommt schon der Zug. Scheiße. Okay, du. Ich glaube, du gewinnst. Warum? Ich bin gerade runtergefallen. Ja, gut. Ich habe noch gar keinen Weg gefunden. Ich fahre hier gerade querfeldein. Das ist das Problem bei mir. An der Geschichte. Ich habe ein ganz anderes Problem. Fuck, Alter. Ja, du gewinnst das. Ich habe gerade übelst den Fehler gemacht. Es geht aber gerade gut berghoch hier. Ich höre dich schon. Du hörst mich? Mhm. Also ich fahre hier einfach Offroad. Das funktioniert mit dem Motorrad sogar recht gut eigentlich. Ja, ich habe den falschen Wagen gewählt. Vielleicht war mein Fehler gar nicht mal so schlecht. Junge, ich kann den Berg gar nicht mehr hochrennen. Du rennst? Ja, mein Wagen ist runtergefallen. Hast du kein Eigen? Ach, du hast ja gar keine Garage. Dann kannst du auch deinen Mechaniker nicht rufen. So, jetzt bin ich auf dem Weg, Moritz. Easy. So, wo bleibst du denn? Ich geh nochmal runter. Wow! Okay, ich fahr nochmal ganz runter. Ist für mich doch einfacher. Ich nehme nochmal meinen Wagen da unten. So, Moritz, ich bin oben. Ich komme. Nein! Das hat gar nicht funktioniert. Das hat doch. Und nochmal hoch, das Scheiße. Bin. Ich bin ja oben. Ach, du bist spawnst ja oben? Ja, ich war ja oben, Moritz. Ja. Ich muss jetzt nur noch zu dir kommen und dich holen. Aber du bist nicht wieder oben gespawnt, ne? Nee, ich musste gerade ein bisschen hochlaufen, um halt runterzukommen. Runter solltest du mal öfter kommen. So, jetzt muss ich dich nur noch finden. Das wird jetzt schwierig. Merke, ein BMW ist kein gutes Wagen. Gutes Wagen, ja. Kein gutes Wagen, ja. Alles klar. Ich bin kein gutes Deutsch. So, wo bist du? Da unten. Schaffe ich das? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Nein, was tue ich? Oh, ganz knapp. So, und jetzt? Schafft man das? Ich weiß nicht, ob mein Plan gerade so clever ist.
Ich mach's einfach. Nein! Mann, ich darf schon wieder hochlaufen. Nein. Aber du bist ja echt so langsam, dass du eh noch ein bisschen brauchst. Von daher. Komm hier lang. Wo bist du? Jetzt wird's langsam dunkel, das wird kritisch. Alter, wo bist du, Moritz, Alter? Du bist mitten in der Walachei. Mhm. Der Weg nicht mehr. Oh, echt kein Gegner, ey. Junge, ich hab ein Problem. Ich merk, dass du ein Problem hast. So, ich erlöse dich. Nein, Lester, verpiss dich. Und jetzt. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe es. Und jump. Geht das? Das geht nicht. Scheiße. Alter. Geht das? Das geht. Ey, das geht. Moritz, du bist sowas von dran. Ich muss dich nur noch finden. Ja, bist du. Find mich erstmal. Schon passiert. Ach, mit was schießt du auf mich? Eine MP. Okay. Hi. Moin. LOL, du bist im Fallschirm. Junge, ich will nicht abhauen, ich fahre ja immer wieder hoch, aber ich krieg's nicht hin. Lol. Ist das ein RPG gewesen? Vielleicht. Viel Spaß. Ja, GG. Ich hab den falschen Wagen genommen. Kann man so sagen, ja. Ja, ich hab auf jeden Fall den falschen Wagen genommen. Kann man so sagen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns bei der nächsten Challenge oder nächstes Mal bei GTA Online. Irgendwann mal und viel Spaß und tschüss und ciao. Viel Spaß und tschüss und ciao. Ja, ich weiß auch nicht. Sag einfach tschüss. 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 Ciao.